Hallo, ich begrüße euch zu meinem 28. Let's Play. Seit drei Aufnahmen hoffe ich endlich das Finale. Yay! Jetzt hoffen Los. Wir, dass es in Folge 28 reicht. Hallo Flammi. Hallo, Job, auf, los! Wir nehmen natürlich direkt vor nach der nächsten Folge auf, weil wir selber so geheizt sind. Los! Vor der letzten. In das Tor jetzt! Wow! Nee, jetzt, das muss man genießen. Oh, nee, oder? Du geh ich nicht durch. Nein. Das Hobby Minecraft Fischen X-Zion mal kurz in meinen Portal durchsuchen. Was steht denn da? Falloko. Was? Wer kann dies? Da steht etwas auch mit Blut, Falkofen. Habe ich das nicht in meinen Träumen gehört? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist der schwarze Schleim, guck mal, der läuft die Wand runter. Was für ein seltsamer Gestein. Ich habe das Gefühl, was hast du für Gefühl, Nora? Oh mein Gott. Dass er mit mir spricht, was? Oh, die sollte nicht fliegen, hast du das gesehen? Dass der Schleim mit ihm spricht? Ja, das ist die ganze Zeit schon so rätselhaft. Ich bin die ganze Zeit während meiner Aufnahme schon geschockt und denk, oh meine Güte. Virenschutz abgelaufen. Ja, super. Brauche ich jetzt noch so eine Meldung, während es so spannend wird. Ey. Es gibt eine Sache, die nerven eben, ne? Taschenlampe, hast du bitte. Taschenlampe. Ja, das war praktisch. Kleine Taschenlampe. Soll ich du nein springen? Was soll ich tun? Hobby, spring du nein. Ja, wie denn? Ich kann doch gar nicht springen, ich kann nur laufen, guck. Geht nicht, guck, geht nicht. Aber das soll mal Sache, ich muss in schwarze Schleim springen. Anders kann ich mal, ach, guck mal, da führt eine Treppe runter. Oh Gott, das ist alles so duscher. Die Dunkelheit ist angekommen. Und jetzt werden wir... My God. Traumhaft. Den Endboss endlich haben. Oh mein Gott, du gehst eine Stufe hoch. Was passiert, du? Endboss. Oh, guck mal. Slammy, sag mal ruhig, genieß das. Das ist unglaublich. Das ist so gut gemacht. Ja, auch wieder mal hässliche Lachen. Ja, allerdings. Ja, da kann ich aber wir reden jetzt nicht über die Gesetze der Physik, oder? Boah, das ist so... Weise Herr, weise mir deinen Weg. Ich bin zu Hause. Ich komme an. However, as strange as it may be, it does maintain a peculiar harmony. Ja, es ist Harmonie, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Also ich habe mit allem gerechnet, aber das ist so gut gemacht. Müssen wir uns eigentlich auf den Berg gucken? Da war ich doch schon. Du musst alles angucken. Ich empfehle die Playlist. Ah, die Spieluhr von Anfang, kann ich dich erinnern? Ja, da will ich mich freuen. Und da gab es eine Folge, da musste ich, da habe ich unser Haus in Everwood oder so hieß es. War ich da noch mit drin, da war auch die Spieluhr. Und es war die Spieluhr von Noras Mutter. Oh, guck mal. Wer ist das? Ist das mein Mann? Haben wir dreimal aufgenommen, was? Ja, den suche ich ja immer noch, den habe ich immer noch nicht gefunden. Harry, mein Mann. Und der sich jetzt irgendwas verwandelt? Nee, der wollte sich auch verwandeln mit schwarzem Schleim. Da hat sein Blut mit schwarzem Schleim gemischt, damit wir für immer zusammen sein können. Jetzt kann ich. Oh mein Gott. Ich habe meinen Ehemann gefunden, oder? Er hat's getan. Er hat sein Blut vermischt. Und es... Das durchgeführt. Oh mein Gott. Was hat er da in der Hand? Oh Gott. You knew the ritual wasn't going to work. That's why you never sat on the throne. You didn't even perform the ritual, did you, Harry? But you wanted me to think that you had.
You even left a lure to confuse me. Hä? Why? Versteht's jetzt irgendjemand? Wieso bin ich jetzt wieder zu Hause? Bitte, was ist jetzt gerade passiert? War das ein Traum? Mal wieder? War jetzt alles nur ein Traum? Und ich bin zu Hause? Da hängt sein Hut, da hängt... Hä? Wie, die Bilder... Nee, da war ein Bild von uns. Und guck mal, das sind die getrockneten Früchte, die waren vorher auch nicht da. Die Bilder sind wie ausgelöscht. Achso, jetzt erinnere ich mich. Nee, das war vorher noch gar nicht. Ja, ich erinnere mich an den Raum. Ja, an den Raum, aber du war, das wird anders ausgehen. Hey, was ist jetzt genau passiert? Jetzt fassen wir das mal zusammen. Soll ich jetzt Schach spielen oder was? Jetzt tun wir uns das mal zusammen, Schrauber. Ja, aber erzähl mir, wie es jetzt weitergeht. Erzähl mir erstmal, was gerade genau passiert ist. Ich habe selber nicht gecheckt. Ich gehe nach draußen, okay? Nein. What so. Really happened? Was ist wirklich passiert? Genau. Oh, gut. Kerzen? Oh mein Gott. The only person with you in that sanctuary beach was nur Cassandra war mit dir in diesem Heiligtum. Wenn sie also nicht tot ist, dann muss sie es sein. Also es hört sich jetzt blöd an. Aber ich hoffe, dass es Cassandra war. Was? Die tot war. Und nicht mein Mann. So blöd, wie es sich jetzt anhört. Es klingt falsch, ich weiß, aber... Du hast versucht, sie aufzuhalten, aber es war zu spät. Sie hat dich mit deiner Waffe niedergeschossen und zum Sterben zurückgelassen, nicht wahr, Harry? Ja, du stehst. Aber er hat sie erschossen. Stimmt. Gott, was ist so passiert? Ist das Blut? Schwarzes Blut. Nee, ich kann nicht. Schwarzes Blut? Ich kann nicht interagieren. Ja. Es gibt schwarzes Blut? Ja, in dem Spiel schon. Das Blut Gottes ist es. Das Cassandra ist ambitious. Ehrgeizig war nicht zurückschrecken worden, das Geheimnis hier aufzudecken. Und die Insel hat ihren Wirtsens dort noch weiter angefacht. Guck mal, das gierige Gesicht und das... Oh mein Gott, das sind ja Bilder. Wie sie auf der Insel angekommen sind. Guck mal, die Gier mit dem Dolch in der Hand. Sie wollte das alles. Oh, guck mal. Na? Du sitzt da gefesselt. Hat sie das Blut, hat sie ihn aufgeschnitten und ein schwarzes. Oh mein Kleid Gott. In seine Adern rein gemacht. Und ja, nee, er wollte das selbst machen, damit er bei mir sein kann. What happened to Cassandra cleared up those doubts. The ritual wasn't for people like you. Die hat's gemacht. Gott sei Dank, was sie. Es war sie. Wenigstens nicht unser Mann. Okay. Das Ritual war nur für meinesgleichen gedacht, aber du wolltest es nicht wahrhaben, bis die Insel hier direkt gesprochen hat. Sie ist unsere Tochter. Wer ist unsere Tochter? Sie ist unsere Tochter. Du hast es begriffen. Du hast begriffen, was mir drohen würde, wenn ich nicht hierher komme. Ein langsamer und qualvoller Tod. Wenn ich das Ritual nicht vollziehe, also mein letzter Weg ist, das Ritual durchzuführen. Da ist Blut. Ja, das ist von ihm. Die hat es draufgeschrieben, oder was? Mhm. Warum? Damit sie das letzte Ritual, damit ich jetzt das letzte, meinen letzten Weg gehe. Also ist der Mann jetzt tot? Nee, ich glaube nicht. Und das Ritual vollende, damit ich nicht langsam sterbe. So habe ich das jetzt verstanden. Igitt. Und das ist jetzt dieses Dings da, oder was? Ja, wir gehen jetzt unseren letzten Weg. Wir gehen jetzt langsam. And left your glasses near Cassandra's corpse. Same glasses you never take off. Ganz schön clever, ne? Und seine Hand ist tot? Nee, das ist damit er schreiben konnte mit seinem Blut. Um mir zu verstehen, was ich zu tun habe. Das ist schon krank. And you sent me the package from Dick, Harry. Your picture, the key, the dagger. Another one of your scavenger hunts. Da ist ein Dolch! Warte! Da ist ein Dolch! Ja.
Das ist das, was er geschickt hat. Und deswegen habe ich mich auf die Reise zur Insel gemacht. Dieselbe Insel, auch gut über Nadine verstanden, das Leben. Dieselbe Insel, auch. The same island where four members of your expedition perished. Why did you deceive me, Harry? You said you would never lie to me. Why did you tell me the truth? Why did you do this? Oh Gott, ich Annie, aber tierisch sauer auf ihren Mann. Ja, aber findest du nicht, dass der Mann es richtig gemacht hat? Ja, in gewisser, wenn es der einzige Weg ist, also lang und oh Gott, ist das meine letzte Tür? Oh mein Gott. Ich verstehe gar nichts mehr. Ja, du wirst es verstehen, wenn du die Folge siehst. Ich erkläre das auch später nochmal in Ruhe. Bin wieder im Haus, sehr Rundgang gemacht. Alle Bilder. Because you knew that I would never accept my fate. If niemals akzeptiert hätte, wenn ich dich dafür hätte verlassen müssen, nicht wahr, Liebster? Genau. Und nicht mal, wenn es ein langer, qualvoller Tod gewesen wäre, hätte ich ihn verlassen. Jetzt verstehe ich. Und du hast dich für ein Leben ohne mich entschieden, damit ich sein kann, wer ich wirklich bin. Oh mein Gott. Schon krass, ne? So many moments of love, happiness, understanding, friendship. A whole beautiful life with you. Alle Bilder beim Ausbruch. I know what you tried to do. Ich weiß, was du versucht hast. But I can't let you make this decision for me, Harry. Diese Entscheidung kannst du nicht für mich fällen. Okay? Und weder nehme ich mein Schicksal an, akzeptiere, was ich schon immer war, und lasse dich zurück. Or I reject it. Oder ich lehne es ab und kehre mit dir zurück, um die Zeit zu genießen, die uns meine Krankheit noch lässt. It's my decision to make. Ich muss eine Entscheidung treffen. Wir müssen die Entscheidung treffen. Es gibt zwei Enden in diesem Spiel. Ich möchte kein qualvoller Tod sterben. Weißt du, was wir machen? Ich möchte akzeptieren, was ich wirklich bin. Ich will nicht in verstellte Haut. Nee, wir fragen nicht die Zuschauer. Nein. Wir machen es so. Du kannst bei dem Spiel ein paar Mal speichern. Wir speichern jetzt ab. Ach, mach ich dann beide Enden ja sehen? Ah, Flammi. So wie es... Clever. Ich habe mal selber im Konsum gegen meinen Livestream gemacht gehabt. Daran erinnere ich mich okay, noch. Okay, ich will speichern. Ja, ich will speichern. Dann die Konsolengamer. Am Lea. Ja. Okay. Gut, zurück. Und jetzt? Aber... Ich möchte den Schluss, ich möchte mich nicht verstellen und für andere sein, wer ich nicht wirklich bin. Du kannst jetzt sagen. Meine Lebens, ich bin ich und was für mich bestimmt ist, ist für mich bestimmt und fertig. Ich akzeptiere mein Schicksal. Also so würde ich im wahren Leben handeln. Ich würde auch nicht sagen. Aber es ist nicht mehr meins, nicht wahr, Harry? Nicht nach all dem, was ich über mich erfahren habe. Genau. I have to accept what I truly am and leave you behind. That's allerdings auch recht, ne? I'm going back home. Ich kehre nach Hause zurück. Ich will das sehr. Nach Hause? Ja, sie ist nicht in der realen Welt zu Hause. Okay, Nora. Oh, ich habe Gänsehaut. Leute, wenn ihr mich sehen könnt, ich habe Gänsehaut. Du bist eine Meerjungfrau oder ein Meerestier, ein Meeres... I don't believe I've ever heard more than a few notes. Okay. Until now. Reden wir die letzte Reise an. Seid ihr bereit? Gut, ich kann den anderen Schluss einfach noch so als Zusatz bringen. But the truth is, I was... Hatte ich Heimweh. Stimmt, es war nicht dran. Nee. My poor health. Meine schlechte Gesundheit, die Schmerzen, das Leid. Alles nur, weil ich so weit von hier weg war. Oh, guck mal, der Harry ist der Einzige, der die Expedition überlebt hat. No trace of pain, no trace of sickness. Aber Harry hat doch eigentlich nichts falsch gemacht. Nee, er hat es verstanden. Okay. Nothing matters anymore. Oh mein Gott. I'm finally one of the thousands of minds connected to the gedanklich mit dem Schleim verbunden. Oh. Connected with the Elder God. Mit dem großen Alten. Ich will jetzt... Oh Gott.
Goodbye, Harry. Leb wohl, Harry. War's das jetzt? Punkt noch ein Abspann? Meine Bestimmung. Deine Bestimmung kann man nicht verändern. Okay. Deswegen haben wir das am Anfang geträumt, oder? Ja, es war der Anfang, wo wir da durchgesprungen sind und die Spieluhr stand. Deswegen ist es auch schön, dass du in der letzten Folge dabei bist, weil du die erste dabei warst. Die erste zwei oder drei warst du. Ich war ab und zu auch dabei, aber hallo gesagt. Schluckt. Steuer das von allein? Ja. Okay, dann lehnen wir uns zurück und genießen. Das ist so gut gemacht, findet ihr nicht? Ich bin begeistert von dem Spiel. Ich hätte echt nicht gedacht, was mich in dem Spiel erwartet. Ihr musstet sehr viel Geduld mit mir haben. Und das musstet Beste durch Höhen und Tiefen mit mir. Und das Beste ist ja, wir können entscheiden, was für ein Ende wir besser. Nee, also ich bin der Meinung, Bestimmung ist Bestimmung und das kann man nicht lenken oder... Was ist das jetzt, ein Taucher oder ist das mein Vater? Weil du gabst ja immer die Jumpscares. Ist das jetzt ein Taucher? Was ist das? Wo muss ich? Okay, ich verstehe kein Wort. Sie ist zu Hause. Gut. Das war's nochmal. Aber wie ist sie dann überhaupt in die Menschen? Okay, are you ready? Yes, I'm ready. One, two, don't forget the harmony. One, two, three. Aber wie ist sie denn überhaupt in die Menschenwelt gekommen? Oh, Tessina, brauche ich jetzt nicht. Okay. Ich werde das andere Ende, also ich hätte mich für das Ende entschieden, definitiv. Weil anders wäre es nicht glücklich gewesen, weil ich ein richtiger Mensch war. Wir werden jetzt das Spiel, genau, anders wäre es nicht glücklich gewesen. Ich danke euch für eure Zeit, fürs Zusehen, für die, wie gesagt, vielen Höhen und Tiefen. Ich danke Horsti, der immer mitgefiebert hat. Flammi, die, wenn sie kommentiert hat, immer ganz tolle Kommentare geschrieben hat. Das Ganze wirklich gut. Allen, die zugeschaut haben, die mitgefiebert haben. Das Spiel ist auf jeden Fall sehr krank. Auch wenn ich ein bisschen traurig bin, dass du das nicht benutzt hast, was ich dir da geschenkt habe. Du, damit kommt sie nicht klar. Das kann ich mal jetzt noch 3 Tage anhören. Glaubt sie mir. Mhm. Okay, wir werden jetzt einen Cut machen. Wir werden uns das andere Ende ansehen. Wen es interessiert, bringe ich dann nach dem Finale. Das andere Ende, Call of Sea, oder keine Ahnung, wie wir es nennen werden. Und Leute, man kann... Titel, ich bin zu Hause. Man kann den Weg, den man geht, nicht verändern. Nein, der ist uns vorbestimmt. Der ist uns vorbestimmt. Das ist schick. Alles im Leben, meine Meinung. Natürlich könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es anders steht. Alles, was im Leben passiert, wenn wir treffen... Hat irgendeinen Sinn. Die Höhen und Tiefen, die wir alle durchleben, alle, hat irgendeinen Sinn. Und wenn diese triste, schlimmen letzten 2 Jahre... irgendwann einen Sinn ergeben, werde ich dankbar sein. Für irgendwas wird auch diese triste Zeit etwas Gutes haben. Alles hat einen Sinn auf der Welt. Ja. Okay, ich danke euch fürs Zusehen. Lasst den Abspann. Okay, dann lasse ich den Abspann und Flammi muss noch was zu sagen. Möchtest du die letzten Worte an meine Zuschauer richten? Sind so ziemlich. Du hast viel mehr wie ich, aber das sind so. Die, wo mich kennen, kennen auch dich. So rum wollte ich sagen. Also Leute, ich finde es super, dass sie auch endlich mal angefangen hat mit YouTube, nachdem ich 2 Jahre sie probiert habe zu überreden. Ja, ich habe aber nur am Wochenende Zeit aufzunehmen. Ja, 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 aber wo ist sie 2 Jahre probiert habe zu überreden? Und sie macht das schon recht gut, gell? Ihr kennt Flammi. Man merkt, dass sie aus meinem, dass ich von ihr Holz geschnitzt wurde. Aus meinem Holz? Ja, aus deinem Holz. Ob jetzt da, was wollte ich sagen? Ihr kennt Flammi, ihr wisst, die Redenskünstlerin, die Unterhaltungskünstlerin, die Redenskünstlerin, sie bekommt es irgendwie, immerhin, dass man irgendwann ein Stück nachgeht. Sie hat doch echt Talent, das kann ich euch sagen. So. Ach, dann ist sie manchmal nervig. Es war ein tolles Spiel.
Und jetzt bin ich gespannt, wie es anders ausgegangen wäre. Okay? Vielen Dank fürs Zusehen und ciao! Es kommt noch ein Abspann, sorry. Ich habe noch schnell auf Aufnahme gedrückt. Oh mein Gott. Jahre später, Harry. Thanks for my deceit, Nora. Fate has punished me with a long and sorrowful life. With oh je, der Arme. Harry war ein Wunsch für Pflicht. Denn das Einzige, was ich noch habe, mein Liebling. My dear old pal. Das ist ein Archäologe. Ja, er hat alles verloren. Ja, aber er wurde nie wieder richtig glücklich und hat sich dann in Arbeit gestürzt. Okay, also dass noch im Abspann noch ein Schluss kommt, damit habe ich nicht gerechnet. Das passiert bei den meisten Spielen. Ich habe gesagt, das sollte ich auf hinten drücken, aber nein. Flammi hat recht. Das okay. passiert, wenn man nicht auf mich hört. Ja, siehst du? Ich schneide mal Zähne drauf. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen zum 10. Mal und tschüss. Tschüss.